Hallo, wir sind Zoe und Amira von Röker TV. Seit März weht die Europafahne auf dem Dach der Schule. Und wir wollen herausfinden, was ihr darüber denkt. Also erst einmal, es bedeutet mir sehr viel, dass diese Flagge da oben weht und gut sichtbar ist. Ich denke, wir müssen wirklich Flagge zeigen im doppelten Sinne für Werte, für die Europa steht. Toleranz, Weltoffenheit, demokratische Grundsätze. Die Flagge auf unserem Dach bedeutet für mich Solidarität und Zusammenhalt. Den brauchen wir jetzt in diesen Zeiten mehr denn je. Also für mich bedeutet die Europafahne Demokratie, Freiheit, Menschenrechte, Unterstützung. Also es ist schon eine Ehre, sage ich jetzt mal, dann auf der Schule zu sein, dass die Europaflagge dann bei uns hier auf dem Dach weht. Auch wegen der, ich bin froh und auch stolz, dass diese Europaflagge auf unserer Schule steht, weil ich fest davon überzeugt bin, dass auch wirklich was dahinter steht. Da diese Flagge für Vielfalt und Zusammenhalt steht und ich finde, unsere Schule verkörpert dies total. Ich finde einfach, es hat eine schöne Bedeutung. Auch in solchen Situationen finde ich es sehr wichtig, Farbe zu bekennen und sich zu Werten zu bekennen, die genau durch diese Fahne symbolisiert werden. Freiheit, Meinungsfreiheit, Demokratie im Allgemeinen. Also es ist sehr schön, dass so eine Flagge auf unserem Dach steht. In der Zeit haben wir ja jetzt auch Krieg. Ich finde es halt einfach toll, dass unsere Schule halt eine Flagge hat, dass wir halt auch daran denken. Dass die Europafahne bei uns auf dem Dach weht, bedeutet für mich vor allem, dass unsere Schule aktiv hinter den Ideen und Werten der EU steht. Die Europafahne auf dem Rökerdach zeigt mir, dass wir Flagge zeigen für eine Gemeinschaft, die in Frieden, Gleichheit und Demokratie miteinander lebt. Dass die Schule Solidarität zeigt, das finde ich halt ganz besonders gut. Also weil ja, das bedeutet mir sehr viel. Wir stehen für gemeinsame Werte, unter anderem für Frieden, aber wir haben auch eine gemeinsame Kultur und die gilt es auch nach außen hin gemeinsam zu vertreten. Und auch wir haben ja das Motto, jede Klasse ist ein Land und dafür steht es für mich. Also mich freut es, denn wir sind so viele Nationen, wir sind trotzdem eine Schulgemeinschaft, die zusammenhält. Und das finde ich einfach schön. Ich bin stolz, an einer Europaschule zu unterrichten, weil der Zusammenhalt in Europa ist eigentlich der Grundstein, so etwas wie diesen fürchterlichen Angriffskrieg in der Ukraine zu verhindern. Zusammenhalt, Gemeinschaft und Frieden. Wir sind viele Nationen hier, wir leben alle im Frieden zusammen und so soll das auf der ganzen Welt sein. Ich bin stolz darauf, dass diese Fahne auf dem Dach unserer Schule weht, da sie für mich für Solidarität und Frieden steht. So, Amira, was denken wir darüber? Dass schön ist, dass den Leuten das was bedeutet und dass sie da auch schon drauf geachtet haben. Ich finde es auch vor allem toll, dass es so vielen aufgefallen ist.